In der Shopping-Galerie in Reit ist gerade vor Weihnachten eine ganze Menge los. Viele Kunden sind im Geschenkestress und rennen von einem Geschäft zum nächsten, um ihre Einkaufsliste abzuarbeiten. Mittendrin befindet sich eine kleine Oase der Ruhe. Am Zeichenstand von Silvia Voß können Passanten ihren Stress für ein paar Minuten einfach mal vergessen. Also der Idealzustand ist, dass ich in einen Flow-Zustand komme. Und der besagt halt, dass der Blutdruck runtergeht, der Puls runtergeht und ich in Trance gerate. Und die Bilder werden auch am besten. Ich bin dann im Bild sozusagen. Ich bin abgetaucht. Wer sich hier wie Christina Brücher zeichnen lässt, muss schon etwas Geduld und Zeit mitbringen. Denn es dauert ein bisschen, bis die Karikatur fertig ist. Ja, man muss sich auch irgendwie ein bisschen konzentrieren, dass man jetzt nicht komplett andere Gesichtszüge macht als vorher. Das Drumherum, das vergisst man wirklich ein bisschen. Also man sitzt hier schon sehr ruhig, ein bisschen abgeschottet. Ist angenehm. Die 45-Jährige stellt die Gesichtszüge in ihren Comiczeichnungen extrem übertrieben dar. Dafür muss sie Kontakt zu ihrem Gegenüber aufbauen. Ich muss an diesen Menschen rankommen. Ich muss also spüren, was das für ein Mensch ist. Wenigstens den Charakterzug so ein bisschen erahnen. Und erkennen Sie sich wieder? Meine Piercings, ja. Meine Haare ein bisschen. Nee, ist wirklich gut. Bereits zum 22. Mal hat Silvia Voß in der Shopping-Galerie ihr Quartier aufgeschlagen. Immer wieder in der Weihnachtszeit gehört sie hier quasi zum Inventar. Außer sonntags sitzt sie von 10 bis 18 Uhr an ihrem Stand. Momate unter dem Dach. Die Resonanz ist hervorragend. Das merken wir insbesondere auch daran, dass unterjährig nach Frau Voß immer wieder gefragt ist, wann kommt sie wieder oder können wir auch zwischendurch irgendwo Kontakt vermitteln. Und das geschieht eigentlich über das gesamte Jahr. Egal ob Karikaturen, Porträts oder Comics, Silvia Voß möchte sich dann nicht festlegen. Auch quengelnde Kinder, Tiere oder Fotos als Porträtvorlage werden von der hauptberuflichen Künstlerin verewigt. Sehr gut. Und erkennen Sie sich wieder? Ja, Sie erkennen es. Ich erkenne es. Sieht schön aus. Sieht gut aus. Und mit einem Warze auf der Nase. Wo kommt das jetzt hin? Wo hängen Sie das jetzt auf? Wohnzimmer. Eisverkäufer Martini Fausto kennt Silvia Voß noch aus früheren Zeiten. Ich habe damals den Platz dahinter gegeben, schon malen. Und war vor 23, 24 Jahren. Ja. Gerade vor Weihnachten kann sich die Zeichnerin kaum vor Aufträgen retten. Deswegen malt sie, wenn sie nach Hause kommt, einfach weiter.